So, wir sind back. Kölle. Karriere. Und ich habe jetzt Bock. Richtig Bock. 22. Spieltag gegen Werder Bremen. Im Rhein-Energie-Stadion. Letztes Mal 6:0 die Hamburger weggeknattert aus dem eigenen Stadion. Das will ich jetzt genauso sehen. Wir haben eine Änderung vorgenommen. Schindler darf heute mal auf der Bank Platz nehmen. Dafür haben wir keins reingeholt. Keins hat mir sehr gut gefallen als Mann, was ist hier los? Sprachfehler, hallo. Letztes Mal, als wir den eingewechselt haben, als Einwechselspieler sehr gut. Und Schindler, ja, weiß nicht, der hat irgendwie ein Formtief. Meier. Schüsse in letzter Zeit. Hectorius. Und deswegen, ja, das kann ich mir eigentlich einfach nicht erlauben. In der Situation, wo wir gerade sind. Klar, die letzten Spiele ganz gut rasiert gegen Hamburg und davor gegen Heidenheim. Aber trotzdem, wenn man da dann, wenn das mal knapperes Spiel hier ist. Und dann ist man einen Meter vorm Tor und haut den daneben. Das kann ich mir einfach nicht erlauben. Deswegen keins. Rein. Schindler raus. So, der hat fast schon wieder geklingelt hier. Unsicher. Ganz ruhig jetzt hier. Nicht so hektisch. Auf geht's, Kilian. Selke. Ah, Mann. Da war irgendwie nicht so richtig was frei. Unnötig den Ball verloren. Oh, starker Schuss, ey. Warren musste schon dreimal hier irgendwie eingreifen. Es kracht. Es kracht. Easy way. Oh, ich hab so Bock auf den. Es ist auch so schade, dass er in Real Life gewechselt ist. Ich weiß gar nicht warum. Der ist zu irgendeinem italienischen Club. Aber der ist ja richtig Moisty Meier, der Club irgendwie. Udense oder wie der scheiß Verein heißt, ey. Wahrscheinlich kriegt er da ein bisschen mehr Kohle. Ansonsten würde ich da nicht freiwillig hinwechseln. Katterbach, komm schon. Katterbach. Digga. Bisschen unnötige Gerätsche. Oh, der hat eh von da geschossen. Aber ist in Ordnung. Oh, wenn es jetzt nicht kracht, war es in Ordnung, die Gerätsche, und da kracht's fast. Da kracht's fast. Jetzt Hector. Nicht ganz so viel Tempo, aber komm schon. Hol alles aus dir raus. Es geht um den fucking Aufstieg. Bitten gehört. Sehr gut, den Ball runtergeholt und der haut ihn einfach rein. Was ist denn mit Bittencourt los, die letzten Spiele? Digga, wie kann ein Typ so geil sein? Ich liebe dich, Digga. Dreierlachs. Hol den Dreierlachs nach Hause, Junge. Guck, wie kann man erstmal den Ball so verarbeiten und dann haut er den einfach rein? Warum nicht sonst so, ey? Warum haben wir uns so schwer getan sonst immer? Tor zu machen, jetzt haut er den einfach. Den könnte man halten, aber der haut den einfach irgendwie rein. Einfach ohne Regen knattert den da richtig rein. Katterbach, wichtig. Wenn Katterbach dann fertig umgeformt ist, ist das safe so eine Maschine. Weil das nervt mich irgendwie. Es dauert übelst lange und da oben ist meiner. Erstmal kurz annehmen und dann hätte ich vielleicht direkt schießen sollen. Bittencourt. Bittencourt. Der Mann ist so heiß, Digga. Der. Oh mein Gott. Martel, komm. Der war auch früher so langsam, ne? Deswegen habe ich den auch abgestoßen. Aber er kann hier einfach mithalten. Mit Agu, der, glaube ich, auch nicht mal so langsam ist. James, schön gemacht. Die haben sich gut entwickelt, die Spieler. Bei den anderen Vereinen. Ich weiß nicht mehr, wo Martel war. Stuttgart, glaube ich. Aber keins weiß ich nicht mehr. Schade. Ein Spiel zu null gehalten.
Mehr ist dann auch nicht drin. Kainz, war der bei Leverkusen? Ich glaube, Kainz war bei Leverkusen. Oh, schade. Ecke rausgeholt, wichtig. Nimmt man mit. Meiner. Der kann die Ecken ganz gut auf Bittencourt. Ich pack das nicht mehr. Wie geil ist dieser Typ, bitte? Hilfe. Ich kaufe mir ein Trikot von Bittencourt, sage ich. Meiner hat Bock. Meiner hat Bock und hat Tempo. Das war verkackt. Oh, da kommt einfach mal Easy Boy. Digga, den kann man auch mal. Den kann man auch mal so reinmachen. Bittencourt. Digga, ist ja komplett crazy, der Typ heute. Anzeige ist mal wieder on point von EA. Danke dafür. Selke bis jetzt, muss ich sagen, schwaches Spiel. Bittencourt hat ihn ein bisschen in den Schatten gestellt irgendwie. Aber ist in Ordnung. Selke hat uns schon so krass gerettet. 17 Tore aus 21 Spielen jetzt. Maschine, der Typ. Stark, easy. Meine. Oh mein Gott, Janis Horn ist es, glaube ich. Maschine, renn durch. Schade. So, jetzt wechseln wir die Legende ein. Wie viel Tempo hat er noch? 66. Hat sich, glaube ich, gepusht wieder um 1. Irgendwann hatte der, glaube ich, mal 65 oder so. Nehme ich auf jeden Fall. Ronaldo kann man immer spielen. Einfach schon für den Schuss. Über 90 Schuss oder so. Ich weiß nicht mehr, wie viel der hatte, aber ordentlichen Strahl hatte der auf jeden Fall. James auch gut Tempo aufgebaut. Kam sehr gut mit. Katterbach, oh mein Gott, und Horn. Den hätte er früher nicht gehalten, sage ich so, wie es ist. So krass entwickelt bei uns. Horn. Richtig, oh, wie der sich gedreht hat und direkt Abwurf nach vorne. Sehr schön. So ein Pass hätten wir früher auch nicht machen können. Es funktioniert einfach gerade gefühlt alles bei dem Team. Es macht so Bock. James. Schade. Oh, jetzt könnte es krachen. Ja. Knapp halbe Stunde noch, ey. Komm schon. Vielleicht doch nicht die beste Wahl gewesen, Ronaldo einzuwechseln. Mit seinen 60 Tempo. Meiner. Oben läuft Kainz. Schön gemacht. Ronny mit Kainz. Ronny, Kainz mal nicht, Digga. Scheiße. Hier müssen wir eigentlich auch oben holen. Wir wechseln nochmal. Ja, es ist unrealistisch, aber wir holen Adama rein. Bittencourt, sauberes Spiel, aber wir brauchen nochmal hier. Bisschen Feuer vorne und. Ja, gönnen wir dem Röhl nochmal. Komm. Der ist zwar bald weg, aber gönnen wir ihm nochmal. Meiner. Gutes Ding eigentlich wieder. Da ist Röhl! Komischer Schuss irgendwie, aber kam ganz gut eigentlich noch. Ibra. Meiner. Wieder der Röhl. Unten wieder meiner. Einfach mal reinhauen. Komm. Auf Luck. Auf Lucky Basis vielleicht. Ah, Adama Traoré. Ey, unentschieden wäre eigentlich zu wenig. Unentschieden wäre eigentlich zu wenig. Adama. Adama. Unentschieden wäre zu wenig, deswegen knattert der Röhl. Nee, Ibrahimovic ist so. Knattert den da rein, ey. Ich dachte erst Röhl war das. Oh, das nehme ich auch. Scheiß drauf, wer das macht. Hauptsache, der ist drin. Den werden wir auch verkaufen, beziehungsweise auf die Leihliste setzen, den Ibrahimovic. Ja. Es war eigentlich guter Jugendspieler gewesen, oder? Nee, ja, also junger Spieler. Wir haben den ja gekauft, ja, Digga, gekauft.
gekauft von Bayern. Passt ganz gut eigentlich auch zu Köln, aber irgendwie ja. Ich will halt nur. Eigentlich nur Köln-Spieler. Und da ist meiner nochmal. Ecke nochmal rausgeholt. 83. Nehmen wir. Nehmen wir. Jetzt keine Scheiße machen. Den Sieg würde ich auch ganz gern mitnehmen. Oh, Katterbach, kritisch. Oh. Jannis. Timo. Timo. Ah, das kracht jetzt. Ah, fuck. Es war wieder gefühlt geplant, weil ich konnte ihn dann nicht weghauen. Und egal, was ich gemacht habe, der ist wieder zum Gegenspieler. Hey! Digga, scheiße, es war sauber gemacht, aber... Ein, zwei Tempo mehr und Ronny wäre durch gewesen. Jetzt nicht den Trümmerbruch abholen. Nee, 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 nee. Da hole ich mir lieber die Rot ab. Unentschieden nervt mich jetzt schon wieder, ne? 3-3 nervt mich. Es könnte jetzt noch gewaltig krachen. Aber wenn es beim 3-3 bleibt, nervt mich das irgendwie. James, Digga, nicht noch einen Elfmeter provozieren hier. Ja, 3-3. Nervig, 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 sage ich dir so, wie es ist. Das letzte Tor hätten wir nicht kassieren müssen. Aber ist okay. Ist okay. So, ich habe jetzt nochmal Interview gegeben und irgendwie ist die Karriere verbuggt oder so. Der stellt mir Fragen. Eine Niederlage und ein Unentschieden. Was sagen Sie dazu? Wir haben letztes Mal Hamburg komplett rasiert oder? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich hier irgendwas verpasst, ey? Scheiße. Jetzt muss James richten. Auch hier oben. Es kracht richtig. Es kracht richtig, obwohl wir übel stabile Leistung haben. Es kracht komplett. Sieg hätte drin sein müssen, dann wären wir Fünfter. Jetzt sind wir wieder Hartstag bei 32 Punkten, ey. Mann. Nächstes Spiel gegen 1860 München. Puh. Also wenn wir die nicht 3-4-0 wegknattern, weiß ich auch nicht mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.